Hannes Reichelt beendet seine Karriere, Bayern und Chelsea sichern sich die zwei letzten Viertelfinaltickets und Franco Foda muss neben den Deutschland-Legionären auch auf Adrian Grbic verzichten. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at-Sportstudio. Hannes Reichelt hat gestern beim Weltcup-Finale in Lenzerheide sein Karriereende bekannt gegeben. Der 40-jährige Salzburger kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Unter anderem 13 gewonnene Weltcuprennen und WM-Gold. Nach 2 Jahrzehnten im alpinen Skisport tritt er nun zurück. Vor allem auch, weil es ihn nach seinem Kreuzbandriss, den er sich im Dezember 2019 im rechten Knie zugezogen hat, nicht mehr gelungen ist, an die Weltspitze anzuschließen. Hannes Reichelt hat sein erstes Weltcuprennen am 7. Dezember 2001 bestritten. Seitdem hat er es auf sagenhafte 305 Weltcup-Einsätze gebracht. 44 Mal ist er auf dem Podest gestanden. In Erinnerung bleiben wird auch sein WM-Titel 2015 in Beaver Creek und der Abfahrtsieg beim Hahnenkammrennen 2015, wo er sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen hat. Den letzten Weltcupsieg hat sich der Salzburger 2017 beim Weltcupfinale in Aspen im Super-G geholt. Ich blicke sehr stolz auf meine Karriere zurück, betont Reichelt. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute. Gestern Abend qualifiziert sich Bayern München souverän mit einem Gesamtscore von 6:2 für das Champions League Viertelfinale. Die Münchner stellen damit einen neuen Rekord auf. Sie ziehen bereits zum 19. Mal in ein Viertelfinale der Königsklasse und setzen sich damit vom FC Barcelona ab. Mit den Katalanen haben sich die Münchner bisher die Bestmarke geteilt. Der deutsche Rekordmeister setzt sich gestern Abend in der Allianz Arena mit 2:1 gegen Lazio Rom durch. Das 1:0 erzielt dabei Robert Lewandowski per Elfmeter. In der 73. Minute stellt Choupo-Moting auf 2:0. Als Assistgeber glänzt David Alaba mit einem perfekten Pass. Der Wiener hat in der letzten halben Stunde im Mittelfeldzentrum statt in der Innenverteidigung agiert und dabei eine sehr gute Figur gemacht. Ab der 71. Minute hat er noch dazu die Kapitänsschleife des Titelverteidigers getragen. In der 82. Minute schießt dann noch Parolo den Anschlusstreffer für die Italiener. Der hat jedoch nur noch zur Ergebniskorrektur beigetragen. Im zweiten Spiel des gestrigen Abends besiegt Chelsea Atletico Madrid mit 2:0 an der Stamford Bridge. Damit steigen die Londoner mit einem Gesamtscore von 3:0 souverän auf. Die Blues gehen in der 34. Minute durch Zierich mit 1:0 in Führung. In der 81. Minute muss dann Sabic von den Spaniern vom Feld. Der 30-Jährige bekommt aufgrund einer Tätlichkeit die rote Karte. In der Nachspielzeit macht Emerson für das Team von Thomas Tuchel alles klar. Damit stehen alle Mannschaften des Champions League Viertelfinales fest. Die weiteren Viertelfinalisten heißen Liverpool, Paris Saint-Germain, Dortmund, Porto, Manchester City und Real Madrid. Am Freitag erfolgt in Nyon die Auslosung vom Viertel- und vom Semifinale. Heute Abend geht es mit den Achtelfinal-Rückspielen der UEFA Europa League weiter. Im Spitzenspiel empfängt der AC Milan Manchester United. Das Hinspiel hat mit einem 1:1 geendet. Alle Ergebnisse des heutigen Abends erfahren Sie auf krone.at. Das österreichische Nationalteam muss zum WM-Qualifikationsauftakt am Donnerstag in Schottland nicht nur auf die Deutschland-Legionäre und Marko Arnautovic verzichten, sondern auch auf Adrian Grbic. Die französische Fußballliga hat gestern mitgeteilt, dass die Clubs der ersten und zweiten Liga ihre Spieler nicht für Länderspiele außerhalb der EU und dem EWR zur Verfügung stellen. Durch die 14-tägige Quarantäne in Frankreich, in die man sich begeben muss, wenn man aus einem Nicht-EU-Land einreist, entfällt die Abstellpflicht der Vereine laut FIFA. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Donnerstag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.